Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im wunderschönen Harzvorland. Wir begeben uns heute auf eine Wanderung, die uns zunächst vom Schloss Langenstein über den Ölmühlenteich, die Höhlenwohnung, die Altenburg und den Siemensstein auf die höchste Erhebung im Harzvorland, den Hoppelberg, mit seinen herrlichen Aussichtspunkten führt. Wir besichtigen aus dem dunklen Kapitel deutscher Geschichte die Gedenkstätte und das Mahnmal des Konzentrationslagers Langenstein-Zwieberge, bevor wir zu den markanten Felsformationen der Thekenberge mit ihren germanischen Kultstätten wie den Gläsernen Mönch wandern. Abschließend besuchen wir die bizarren Gesteinsformationen der drei als Naturdenkmale ausgewiesenen Felsgruppen Teufelskanzel, Klusfelsen und Fünffingerfelsen. Vertiefende Informationen zur Wanderung und der Link zur GPX-Datei für diese Tour befinden sich am Schluss dieses Videos und in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Mitwandern! Im Jahr 1776 erwarb Maria Antonia von Branconi, geborene von Elsener, das Gut Langenstein. Die Branconi galt zu ihrer Zeit als schönste Frau Deutschlands und war die Mätresse von Herzog Karl von Braunschweig sowie die Bekannte von Johann Wolfgang von Goethe. Nach ihrem Bruch mit dem Herzog ließ sie zwischen 1777 und 1783 das barocke Schloss errichten. 1855 wurde der englische Landschaftspark gestaltet. Der Ölmühlenteich in Langenstein wird durch den direkt am Staudamm entlang fließenden Goldbach gespeist. Der Teich war einst Wasser- und Energiespeicher für die dortige Ölmühle. Nur wenige Meter vom östlichen Ufer des Teiches entfernt beginnt der Aufstieg zu den Höhlenwohnungen am Schäferberg und zur Burgruine Altenburg. Als Mitte des 19. Jahrhunderts bei Halberstadt im Harz große Wohnungsnot herrschte, ließ die Gemeinde in den Bergrücken Wohnungen schlagen. Nach vorn hatten die Wohnungen Türen und Fenster und die Dächer wurden, womöglich, begrünt, damit dort die Schafe weiden konnten. Die letzten Bewohner zogen erst Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Dorf der Troglodyten aus. Die Wasserhöhle war ursprünglich ein unterirdischer Raum der Burg Altenburg Langenstein. Später wurde in die Wasserhöhle ein Betonbassin gebaut, das als Hochbehälter für heraufgepumptes Wasser eines sehr ergiebigen Brunnens beim Amtshof in Langenstein genutzt wurde. Auf dem Gipfel des Langensteines stand im Mittelalter eine weitläufige Burganlage, die in ihrer Blütezeit das gesamte Plateau der Felszunge über eine Länge von etwa 300 Meter und eine Breite von bis zu 50 Meter bedeckte. Vom Gipfel des Langensteines hat man eine schöne Aussicht auf die umliegende, von zahlreichen Hügeln und kleinen Bergen geprägte Landschaft des nördlichen Harzvorlandes, unter anderem auf den Ort Langenstein, die Thekenberge sowie auf Teile des Verlaufs des Goldbaches. Auf dem Weg zum Hoppelberg passieren wir einen markanten Felsblock, den Siemensstein. Dieser Gedenkstein kennzeichnet die letzte Ruhestätte von Friederike Sophie Henriette Siemens, deren Mann in den Jahren 1796 bis 1801 das Gut Langenstein bewirtschaftete. An dieser Stelle genoss sie die Aussicht auf das hügelige nördliche Harzvorland sowie auf die sich anschließenden Harzberge.
Der Neffe war der Gründer der Berliner Firma Siemens & Halske, aus der später der heutige Weltkonzern Siemens hervorging. Der Hoppelberg ist ein markanter, fast vollständig von Wald bedeckter Berg, welcher bis auf eine Höhe von 308 Metern etwa 140 Meter aus der umgebenden Ebene herausragt. Er stellt die höchste Erhebung im nördlichen Harzvorland dar. Typisch für das Areal des Hoppelberges sind die vielen bizarren und steil, stellenweise sogar fast senkrecht aufragenden Felsen. Diese bestehen aus relativ widerstandsfähigem, ungefähr 130 Millionen Jahre altem Sandstein der Kreidezeit. Vom Hoppelberg und der östlich gelegenen Hoppelnase hat man einen schönen Panoramablick auf Halberstadt sowie die angrenzende Umgebung. Unmittelbar auf dem Gipfel befindet sich neben einem alten Steinbruch das leerstehende Gebäude eines Beobachtungspostens der früheren Zivilverteidigung. Am nordöstlichen Ausläufer des Hoppelberges liegt in einer Senke das Mahnmal und die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Langensteinswieberge. Es war ein Außenlager des knapp 100 Kilometer süd-südöstlich liegenden Konzentrationslagers Buchenwald. Vom April 1944 bis zum April 1945 wurden hier insgesamt mehr als 7000 KZ-Häftlinge aus mindestens 23 Ländern inhaftiert und bei körperlich schwerster Zwangsarbeit ausgebeutet. Dabei wurde ein Stollensystem auf etwa 13 Kilometer Länge mit einer Gesamtfläche von 67.000 Quadratmetern für die Malachit AG in die Thekenberge getrieben und teilweise für eine spätere Produktionstätigkeit ausgebaut. Ein ähnliches Unterfangen, einen Stollen für die Firma Krupp in den Hoppelberg zu treiben, wurde wieder aufgegeben. Auch die beabsichtigte Produktion von Motorenteilen für Düsenjäger in den letzten Kriegsmonaten kam nicht zum Tragen. Bis zur Befreiung des Lagers durch die 8. US-Panzerdivision am 11. April 1945 starb dort durch die Methode Vernichtung durch Arbeit fast jeder dritte Häftling. Ein Großteil der KZ-Insassen kam zudem auf dem Todesmarsch ums Leben, auf dem die gehfähigen Häftlinge des Lagers am 9. April 1945 geschickt wurden und der diese über Quedlinburg, Aschersleben, Bitterfeld bis nach Wittenberg oder Gentin führte. Ein Kuhbus informiert heute zum Todesmarsch. Die außerhalb des Lagers, aber dicht hinter dem Lagerzaun stehende Todeskiefer diente der Erhängung von gefassten Flüchtenden. Am 11. September 1949 wurden am Ort der Massengräber ein Mahnmal und eine Gedenktafel eingeweiht. Später wurde die Mahn- und Gedenkstätte umgestaltet und am 7. September 1968 übergeben. Seit dem 12. September 1976 gibt es auf dem Gelände der Gedenkstätte ein Museum. In den 1990er Jahren wurde die Dauerausstellung der Gedenkstätte überarbeitet und im Jahr 2001 eingeweiht. Auf unserem Weg zum Gläsernen Mönch wandern wir auf dem ca. 4 Kilometer langen Höhenzug der Thekenberge am Steinkuhlen und an der auf ca. 205 Meter Höhe liegenden Fuchsklippe vorbei. Die Fuchsklippe gehört zu einer Gruppe von zahlreichen weiteren kleineren Felsklippen entlang des Kammweges. Es wird vermutet, dass sie in prähistorischer Zeit von den Germanen
zum Zweck der stets nebulös umschriebenen kultischen Handlungen genutzt wurde. Die alte Warte und die kalte Warte liegen auf über 230 bzw. über 225 Meter im Nordwestteil des Thekenbergerückens. Sie stellen die höchsten Erhebungen dar. Auf dem Berg stand einstmals ein seinerzeit auch als Warte bezeichneter Beobachtungsturm. Die Thekenberge waren schon früh besiedelt. In der Nähe des Gläsernen Mönches wurden Funde aus prähistorischer Zeit gemacht. Der früher auch als Torstein bezeichnete Felsen diente vermutlich als germanische Kultstätte und später auch als Aussichtspunkt zur Überwachung des umliegenden Geländes, was zahlreiche archäologische Funde belegen. Der Name Torstein ergibt sich aus seiner Form, die dem Mjölnir, der magischen Waffe des Gottes Thor, ähnelt. Der spätere Name, Gläserner Mönch, leitet sich auch von seiner äußerlichen Erscheinung ab, da eines der Felsgebilde, mit etwas Fantasie, einem Mönch mit Kapuze ähnelt. Den Zusatz Gläsern leitet der Volksmund vom Wort Glaren, also glühen, glänzen, glimmen ab, da der Fels bei entsprechender Sonneneinstrahlung zu leuchten scheint. Vom Aussichtsplateau hat man eine herrliche Rundumsicht bis nach Halberstadt und bis zum Brocken. Über die Fuchsklippe und dann den Krähenhüttenfelsen und die steile Wandklippe wandern wir zu den Klusbergen. An der Teufelskanzel erreichen wir die Klusberge, die der Volksmund auch als Halberstädter Schweiz bezeichnet. Der in den Klusbergen aus kreidezeitlichen Ablagerungen entstandene Sandstein bildete im Laufe der Jahrtausende verschiedene bizarre Gesteinsformationen aus. Zu diesen gehören besonders die drei Felsgruppen Teufelskanzel, Fünffingerfelsen und Klusfelsen. Der Klusfelsen mit seinen in den Stein gearbeiteten Räumlichkeiten besitzt einen überregionalen Stellenwert mit bedeutendem Denkmalcharakter. In einer der ersten urkundlichen Erwähnungen aus dem Jahre 1070 wird berichtet, dass durch das Kloster Münzeberg in Quedlinburg als damaliger Eigentümer der Klusfelsen die Erlaubnis erteilt wurde, eine Einsiedelei zu errichten. Von dem Begriff Klausner, Einsiedler, wurde der Name für die Klusberge abgeleitet. Der obere Felsenraum hat eine Ausdehnung von ca. 10 x 8 Meter. Auf der Ostseite schließt sich die sogenannte Kapelle an, die belegt um 1516 von einer Bruderschaft der Hirten und Schäfer für religiöse Andachten genutzt wurde. Ende des 15. Jahrhunderts war der Klusfelsen sonntäglicher Treffpunkt der am Halberstädter Dom arbeitenden Steinmetze. Sie verewigten sich in dem Felsen mit ihren Steinmetzzeichen, die ebenfalls am Dom zu finden sind. Der Fünffingerfelsen besteht aus fünf ca. 10 Meter hohen Steinsäulen, die aus der Entfernung den fünf Fingern einer Hand gleichen. Vermutlich war der Fünffingerfelsen bereits in prähistorischer Zeit ein Versammlungsort, der möglicherweise auch für rituelle Zwecke genutzt wurde. Das Fliegerdenkmal am Fuß der Klusberge wurde für sechs Flieger errichtet, die beim Absturz eines überschweren Langstreckenbombers der deutschen Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg am 19. August 1917 in den Klusbergen ums Leben gekommen sind. Der Karte kann man den Streckenverlauf und das Höhenprofil unserer Wanderung entnehmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß im Harzvorland und bis bald auf diesem Kanal.